Hi, mein Name ist Alex Götzsch und im heutigen Video geht es um das Thema, warum Krafttraining für Frauen wichtiger ist als für Männer. Krafttraining wird nämlich immer noch sehr viel gesehen als das, was vor allem die Männer machen. Aber gerade wenn Frauen Krafttraining machen, bringt das sehr viele Vorteile mit sich, warum wir heute damit drüber reden müssen und dem Ganzen etwas ungewohnt von dem Stile, wie ich das sonst mache, ein bisschen wissenschaftlicher auf den Grund gehen. Und es geht hier, kleiner Spoiler, nicht nur um Muskelaufbau, um dort die Vorteile, die man als Frau durch Krafttraining hat, sondern es geht auch um Fettabbau, es geht um die Hormone und es geht um gesundheitliche Faktoren. Wenn du also eine Frau bist, die überlegt, ob sie Krafttraining machen möchte, bist du heute im Video genau richtig. Und auch, wenn du schon Krafttraining machst, kannst du mir in die Kommentare schreiben, ob du schon Krafttraining machst oder überlegst, damit anzufangen. Ergänzend werde ich heute auch noch auf ein paar Mythen drauf eingehen, die es gerade für Frauen in Kombination mit Krafttraining gibt. Das heißt also komplettes Paket heute. Damit herzlich willkommen, lass schon mal ein Like da und ich würde mich freuen, wenn du den YouTube-Kanal abonnierst. Beginnen wir mit einem großen gesundheitlichen Vorteil, der Knochengesundheit. Gerade Frauen sind durch die hormonellen Veränderungen, kurzfristig, wenn man seine Tage hat, aber auch langfristig, zum Beispiel in den Wechseljahren, durch die Wechseljahre nach den Wechseljahren, nach der sogenannten Menopause, anfälliger für Osteoporose. Osteoporose, einfach erklärt, dass die Knochendichte abgenommen hat und man anfälliger ist für zum Beispiel Knochenbrüche, was im Alltag, falls man mal hinfällt oder ähnliches, nicht gut ist. Und da ist Krafttraining eine Sache, die dir nachweislich, ich habe dir extra mal eine Studie dafür rausgesucht, hilft, wenn du als Frau regelmäßig Krafttraining machst, dass hier das Risiko der Knochenbrüche sinkt, weil die Knochendichte durch regelmäßiges Krafttraining zunimmt. Ein weiterer Vorteil ist die hormonelle Balance. Krafttraining kann helfen, Hormone wie zum Beispiel Insulin zu regulieren, was von Vorteil ist, gerade wenn man als Frau hormonelle Schwankungen hat. Gerade dann ist es hilfreich. Es verbessert die Insulinsensitivität, was den Stoffwechsel ankurbelt und das Risiko für Typ-2-Diabetes senkt. Das heutige Video wird gesponsert von Teveo. Falls ihr Teveo nicht kennt, Teveo ist eine tolle Marke für schöne Sportklamotten, für euch Ladies, aber auch für euch Gentlemans oder eure Gentlemans. Ihr kriegt dort Leggings, Sport-BHs, Hoodies, Tops, alles Mögliche. Schaut gerne mal vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Mit Gutscheincode ALEXG10 kriegt ihr dort immer den besten Rabatt. Falls ihr also in Zukunft auch mal dort einkauft, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich dort mit dem Code supportet. Zu dem coolen Wort Insulinsensitivität habe ich euch auch eine Studie mitgebracht, dass ich euch damit auch einmal deutlich machen möchte, wie regelmäßiges Krafttraining genau darauf den Einfluss hat. Und um euch das jetzt einmal ganz einfach zu erklären: Eine verbesserte Insulinsensitivität bedeutet nichts anderes, als dass dein Körper effizienter mit Fetten und Zucker umgehen kann, was dir dann wieder bei der Energienutzung hilft und auch beim Fettabbau. Das allein ist also ein Riesenargument für Krafttraining. Es geht also nicht gar nicht immer nur darum, kleine Randinfo, dass du Krafttraining machen sollst im Vergleich zu Cardiotraining, weil du da mehr Kalorien verbrennst. Nein, der gerade aufgezählte Punkt ist auch sehr, sehr wichtig. Der dritte gesundheitliche Faktor hat auch mit Fettabbau zu tun. Ein regelmäßiges Krafttraining ist Muskelaufbau bzw. sorgt auch dafür, dass du logischerweise mehr Muskulatur hast. Und Muskeln sind metabolisch aktiver als Fett, was nichts anderes heißt, als wenn du mehr Muskulatur hast, verbrennst du automatisch mehr Kalorien, benötigt dein Körper mehr Kalorien, um überhaupt zu existieren. Und dadurch verbrennst du dann also nicht nur mehr Kalorien, wenn du dich bewegst und wenn du Sport machst, sondern auch im Ruhezustand. Und das ist jetzt vielleicht kein Geheimnis mehr, aber ein ganz wichtiger Punkt, der hier definitiv in die Vorteile mit reingehört. Wenn man Krafttraining ganz allgemein betrachtet, also für Männer und Frauen, dann gibt es natürlich eine riesenlange Liste von Vorteilen, die regelmäßiges Krafttraining und der Muskelaufbau mit sich bringt. Die drei aufgezählten eben sind aber die drei entscheidenden, warum Krafttraining für Frauen halt wichtiger ist als für Männer. Jetzt gehen wir noch kurz auf einen großen Mythos drauf ein und dann gebe ich euch noch drei Übungen mit, die ich jeder Frau empfehlen würde, die Krafttraining macht, damit du auch noch was für die Praxis heute hier rausziehen kannst und direkt morgen oder heute was umsetzen kannst. Der größte Mythos bzw. ein Missverständnis, was leider bei vielen Frauen noch drin ist, dass man denkt, wenn man viel Krafttraining macht, dass man dann breit wird, was viele Frauen nicht wollen, was ich auch verstehen kann. Aber alleine, wenn wir uns die Hormone mal anschauen bei den Frauen und bei den Männern, Frauen haben hormonell bedingt viel weniger Testosteron als Männer. Und das Testosteron, dieses Hormon, ist das Entscheidende, wenn es darum geht, schnell Muskeln aufzubauen und viel Muskulatur aufzubauen. Ich will euch also hier im Gegenteil nicht demotivieren, aber einfach deutlich machen, dass alleine hormonell bedingt das gar nicht möglich ist, selbst wenn du als Frau richtig intensiv trainierst, richtig oft trainierst und dich steigerst und auch richtig viel Kraft bekommst, dass du wirklich riesen Muskelberge in kürzester Zeit kriegst. Das ist einfach
bei den meisten zumindest, es gibt immer diese eine Ausnahme, aber grundsätzlich gar nicht möglich. Stattdessen wird der Körper durch regelmäßiges Krafttraining, den damit einhergehenden Muskelaufbau, straffer und auch definierter, was dann auf der psychologischen Ebene durch das regelmäßige Krafttraining zur Folge hat, dass das Selbstbewusstsein steigt, das Selbstwertgefühl, man fühlt sich besser in seinem Körper und ein psychologischer Effekt, der auch nicht zu unterschätzen ist. Wenn du durch Krafttraining stärker wirst, weil du mehr Kraft hast, weil du mehr Power hast, dann überträgt sich dieses Stärkegefühl auch auf andere Lebensbereiche, genauso auch wie das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl und all diese Faktoren. Und allein das alles zusammengefasst sind auch wieder genug Gründe für Krafttraining, die sehr, sehr wichtig und sehr, sehr mächtig sind. Jetzt zeige ich dir die drei angekündigten effektivsten Übungen, die ich dir als Frau beim Krafttraining empfehlen würde, damit du jetzt für die Praxis auch nach dem Video direkt was umsetzen, direkt was mitnehmen kannst. Diese drei Übungen sind runtergebrochen und fokussiert auf die wichtigsten gesundheitlichen Aspekte deines Körpers. Thema Disbalancen, hintere Schulter, Rückseite durch das viele Sitzen im Alltag. Aber jetzt kommen wir zur ersten Übung, rumänisches Kreuzheben. Und hier ist der coole Vorteil, dass es auch ästhetisch einen Vorteil hat, wenn du deine Po-Muskulatur trainieren möchtest, weil du deine Po-Muskulatur und die Beinbeuger, die Beinrückseite hier mit reinbringst. Was aus gesundheitlicher Perspektive wichtig ist, gerade die Beinrückseite, weil wenn du viel sitzt, dann ist die oft vernachlässigt. Jetzt kurz zur Technik, damit du das auch richtig ausführst. Wenn du es schon mal gesehen hast, sieh das als Wiederholung. Also, wir stellen uns erstmal hin, greifen die Stange eng am Körper. Und jetzt machen wir Folgendes, während wir mit der Stange runtergehen, schieben wir den Po nach hinten, als ob wir da eine Schublade zuschieben wollen. Und wenn der nicht mehr nach hinten geht, dann gehen wir nicht weiter runter, dann geht es nämlich auf den Rücken, den wollen wir hier nicht drin haben, sondern dann gehen wir wieder hoch. Aber indem wir die Hüfte wieder nach vorne schieben. Hüfte wieder nach hinten schieben, Stange eng am Körper lassen, Kopf mit nach unten gucken. Und wenn das nicht geht, es also zieht in der Rückseite, hier, dann gehen wir wieder nach oben. Und hierher holen wir die Kraft. Darauf musst du achten, nicht zu weit runter. Hier die Kraft herholen ist gar nicht so leicht, auch wenn es bei mir vielleicht jetzt leicht ausschaut. Übung Nummer 2 ist der Reverse Butterfly. Hast du bestimmt schon mal gesehen, falls nicht, ich zeig dir das jetzt, damit du auch hier die technischen Aspekte richtig machst. Warum diese Übung hier zu den Top 3 dazugehört, ist, weil du eine Übung machen solltest für deine obere Rückenmuskulatur und vor allem auch für die hintere Schulter, weil dieser Muskelbereich bei den meisten von euch extrem hinterherhängt. Und der ist wichtig für eine aufrechte Körperhaltung und somit auch ein gutes Gesundheitslevel, was Rückenschmerzen, kommende Rückenschmerzen etc. angeht. Die Griffe beim Reverse Butterfly musst du hier nach vorne einstellen. Den Sitz zeige ich dir gleich, nicht zu weit unten. Der hängt doch von der Marke, von dem Gerät ab. Dann setzen wir uns hier hin. Bei mir jetzt tatsächlich doch ein bisschen weiter runter. Nimm den oberen Griff, strecken die Arme aus. Die musst du auch versuchen, die ganze Zeit fast ganz gerade zu lassen. Kopf leicht nach vorne gelehnt, Po unten leicht nach hinten. Und dann gehen wir hier nach hinten. Langsam nach vorne mit geraden Armen, vorne fast ganz absetzen, nicht ganz und auch nicht nur bis hier. Also bis dahin, Schultern dabei unten locker lassen, auch ganz, ganz wichtig. Dann wieder nach hinten. Nächste Sache, die viele hier falsch machen, dass die Leute hier zu weit nach hinten gehen. Immer schauen, dass du ungefähr bis knapp parallel zum Körper nach hinten gehst. Kopf nach vorne, wie gesagt. Und jetzt zeige ich es dir noch einmal fließend. Nach hinten. Schultern unten lassen, gar nicht so leicht immer, muss auch ich gerade drauf achten. Die Dehnung, Arme fast ganz gerade und dann wieder nach hinten. Das sind die technischen Aspekte, auf die du hier achten musst, damit du diese zweite Übung richtig ausführst. Übung Nummer 3 ist eine Übung für die gerade Bauchmuskulatur, in diesem Fall Beinheben. Zeige ich dir gleich, dass du auch hier die Technik richtig machst und es direkt umsetzt. Ganz kurz aber hier zur Erklärung. Warum denn die dritte Übung, warum ist das eine für die Bauchmuskulatur? Weil viele Frauen das Problem haben, mit einem Hohlkreuz zu kämpfen. Und da hilft es oft, die gerade Bauchmuskulatur gezielt Muskelaufbau zu trainieren und den Bauch hier zu stärken, damit das Hohlkreuz optisch weniger wird und auch einhergehende Rückenschmerzen oder Ähnliches auch reduziert werden. Und auch allgemein unabhängig vom Hohlkreuz bei Rückenschmerzen hilft auch ergänzend effektives Bauchtraining. Jetzt kurz zur Technik. Das ist ein Beinhebegerät. Ist auch schon ein bisschen fortgeschrittener, die Übung. Wenn ihr die gar nicht hinkriegt, auch mit angewinkelten Beinen nicht, dann schreibt das in die Kommentare. Da kann ich da euch auch mal, ich sag mal, einfachere Bauchübungen auch mal gerne ein Video zu machen. So, Folgendes hier ist entscheidend, dass ihr nicht nur die Beine so ein bisschen hochhebt und wieder runtergeht, sondern dass ihr versucht, die Knie immer
zum Brustkorb zu bringen, also euch so ein bisschen einrundet. Und wieder runter. Und unten nicht zu weit nach hinten, weil dann geht ihr hier auch in ein Hohlkreuz. Also ihr merkt, reden und ausführen ist nicht so leicht, deswegen fokussiert euch hier auf eine Sache und guckt halt wirklich, dass ihr euch hier einrundet und unten die Beine halt nicht ins Hohlkreuz geht, sondern reicht es, wenn der Bauch gerade ist. Das war Übung Nummer 3. Damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen überzeugen mit den Fakten, warum Krafttraining für dich als Frau so wichtig ist. Und ich hoffe, dass du dadurch jetzt überhaupt mit Krafttraining anfängst oder vielleicht ein bisschen wieder mehr fokussiert mehr Krafttraining machst. Und falls du eh schon jetzt immer Krafttraining machst und das nur als Bestätigung siehst, dann lass mir mal gerne in den Kommentaren deine Erfahrung da, was Krafttraining bei dir auf der gesundheitlichen, vielleicht auch psychologischen Ebene für einen Einfluss bisher hatte. Und ansonsten abonniere den YouTube-Kanal, das würde mich freuen. Lass ein Like da, wenn du was mitnehmen konntest, dir das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.